Ach ja, endlich kann ich wieder Outlast weiterspielen und ein bisschen aufnehmen. Oh mein Gott, Ben hat schon 3000 Abonnenten, ich muss ihm sofort Bescheid sagen. Mann, es ist unfassbar, dass er das selber noch nicht mitgekriegt hat. Ben? Miau! Hey Ben, du hast 3000 Abonnenten. Ja, ich weiß, was glaubst du, warum ich mich denn so sehr freue? Ja, dann wird's ja Zeit für die Roomtour, oder? Ja, die Roomtour, ich bin gerade in den Vorbereitungen. Aber nicht vergessen, erst die Neuzugänge. Ach ja, du hast vollkommen recht. Oh, ich muss so los. Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und heute geht es um meine Neuzugänge für den Monat Juli im Jahre 2014. Ja, endlich ist es wieder soweit, ein neues Neuzugänge-Video. Und wenn ich so sehe, was ich mir so dieses Mal geholt habe, dann kommt mir das fast vor wie eine ganze Spielesammlung. Aber gut, ja. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und legen auch gleich los, wenn ich noch eine Information losgeworden bin. Ich werde das nämlich diesmal wieder so machen, dass ich euch auch die Preise nenne, die ich jeweils für den Artikel auch bezahlt habe. Ich werde Versandkosten allerdings weglassen, also diese gehören meistens noch mit dazu, aber die erwähne ich jetzt nicht direkt. Also ich sage euch nur den Kaufpreis und das meiste ist halt wie gesagt aus dem Internet gekauft. Ich hatte bei Facebook gefragt gehabt, ob das ein paar Leute irgendwie noch doch nochmal irgendwie vielleicht wollen, dass ich das mit ansage. Und es kam eigentlich nur positives Feedback, also warum nicht? Sage ich euch halt auch die Preise. Ich werde es allerdings nicht zusammenrechnen, das kann einer von euch machen und mir dann mal gerne schreiben. Ich habe es nämlich selber nicht zusammengerechnet. Aber ich sage es euch wie gesagt und legen wir los. Ja, als erstes habe ich mir hier wieder so ein paar japanische PC-Spiele gekauft. Da haben wir hier einmal Princess Maker. Das ist wieder für PC 98 irgendwas, weiß ich nicht. Aber ich finde ja immer diese Boxen und diese Cover so schön, deswegen wollte ich diese Spiele immer haben. Ich muss mir irgendwann mal so ein Gerät kaufen, um die auch abspielen zu können, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ja, gekostet hat mich dieses Spiel 3,74 €. Dann habe ich mir geholt, auch aus dieser Richtung, dieses Spiel. Das nennt sich Kakyusei, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich weiß es nicht, ich hoffe einfach mal. Das hat gekostet 8,97 €. Ja, das war halt alles beim gleichen Shop, sage ich mal. Deswegen war der Versand halt hier auch zusammen. Dann habe ich hier das Spiel Classmates 2. Das hat auch wieder 8,97 € gekostet. Und ich kann euch übrigens bei den Spielen ja auch nicht unbedingt die Rückseite zeigen, weil bei manchen, da geht das etwas in die schmutzige Richtung. Aber so waren die Spiele damals in Japan halt. Dann habe ich hier das Spiel Custom Made 3. Zum Beispiel dieses Spiel, zum Beispiel so ein Spiel, wo man halt ein Weib hat. Ich weiß gar nicht, ob es ein Roboter oder ein Mensch ist oder ein Elf oder irgendwas. Man hat halt hier irgendwie diese Person und kann sie dann verändern, ob sie mehr in diese Richtung geht oder in diese Richtung. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber so sind halt japanische Spiele. Ja, habt ihr auch das mal gesehen? Habe ich jetzt gesagt, was es gekostet hat? Also es kostete 5,23 €. Nee, hatte ich noch nicht. Gut. Ja, dann habe ich hier ein Spiel, das nennt sich Farland Story. Das ist auch irgendwie ein Rollenspiel. Und das ist mal nicht für den PC 98, sondern für den Windows 95 in Japanisch. Geht aber auch nur auf einem Windows 95 japanischen Rechner, also wo halt das japanische Windows drauf ist. Oder wenn man irgendwie ein Programm hat, um das zu starten oder so. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht mit befasst, ob ich das vielleicht sogar hinkriege. Muss ich mal schauen. Aber das wollte ich haben. Das hat mich ganze 7,47 € gekostet. Ja, sehr interessante Preise. Aber das liegt halt daran, dass es Dollarpreise waren und das dann umgerechnet. Dadurch kommen diese komischen Centbeträge daraus. Dann habe ich hier ein Spiel, das nennt sich Nonomura Bioin no Hitobito für 8,97 €. Ja, auch hier kann ich euch die Rückseite auf jeden Fall nicht zeigen. Da sieht man so ein bisschen was, was nicht für kleine Kinder geeignet ist. Ja, dann habe ich hier noch ein Spiel, das nennt sich Exchange Diary 2. Ja, auch das ist ein etwas schmutzigeres Spiel und hat irgendwas mit Weihnachten zu tun. Man sieht auch hier einen Weihnachtsbaum und hinten steht auch drauf Merry Xmas for you. Also bekommt man wohl eine Frau zu Weihnachten geschenkt. Man weiß es nicht. Ja, dann habe ich hier ein Spiel, habe ich gesagt, was es gekostet hat. Ja, habe ich glaube ich, 8,97 €. Dann habe ich hier Rance, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Rance, Rance 4,1. Also es ist wohl vom vierten Teil der erste Part oder so. Ja, das ist halt auch dazu gekommen von Alice Soft, da ich das gerade sehe, für 5,23 €. Da kam dann natürlich auch noch der 4,2 Teil dazu von Rance, auch für 5,23 €, auch wieder von Alice Soft. Ja,
Auch das finde ich sehr schick. Und als letztes habe ich hier noch Pixie Garden. Ja, das ist irgendwie auch so ein Spiel, wo man hier so eine Elfe hat oder so. Und die muss man dann irgendwie aufziehen und brüten und sowas. Irgendwie so, also hier steht auch irgendwas drauf von der menschlichen Rasse irgendwas. Man kann wahrscheinlich eine Elfe halt so, so oder so machen. Aber auch das kam dazu für 5,23 Euro. Ja, und weil das alles so viel wäre, das hier neben mir hinzustellen, machen wir jetzt einen kurzen Cut und es geht gleich weiter, also bis gleich. Ja, weiter geht es dann auch mit den Neuzugängen. Ich habe dann hier noch ein Nintendo 3DS Ladekabel gekauft, das ist die US-Variante, aber ich habe ja so einen Adapter, um das trotzdem anzuschließen. Das Ganze hat mich gekostet 1 Euro und da dachte ich mir, dafür nehme ich das mit. Habe ich ein weiteres Ladekabel, warum nicht? Ja, dann kam dazu dieser niedliche kleine Plüsch-Kirby, das ist ein Strick-Kirby. Und ich glaube, das ist auch der aus dem Vorbestellpack vom Kirby's Epic Yarn, beziehungsweise Kirby und das magische Garn, da gab es ja so eine Vorbestellersache und wenn du es halt vorbestellst für 5 Euro, hast du so einen Plüsch-Kirby gekriegt. Ich glaube, der ist auch daraus. Den habe ich mir auch gekauft für 5 Euro und der ist hier oben auf meinem Fenster auf der Gardinenstange und sitzt da so und schaut zu, wie ich zocke. Ja, dann kam dazu etwas ziemlich Großes, nämlich das hier. Ein ziemlich großer, plüschiger Yoshi. Der ist 50 cm hoch ungefähr von der Größe, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ist ja auch von Super Mario, ist ja ein Zettel mit dran. Und hier steht zum Beispiel Not for sale at retail. Also weiß ich gar nicht, wo genau man den hergekriegt hat, weiß ich nicht. Und der ist von 2010. Und ja, diesen coolen Yoshi, der auch schön in der Ecke sitzen kann, habe ich mir gekauft für 10 Euro. Und ich fand, für 10 Euro war das so ein geiler Preis. Da musste ich zuschlagen, damit ich auch mal einen Plüsch-Yoshi habe. Ja, sehr cool. Dann kam dazu einmal von Club Nintendo der Yoshi-Rucksack. Den gibt es auch, glaube ich, momentan immer noch zu bestellen für 6500 Sterne. Ja, deswegen hat er mich auch so viele Sterne gekostet, sozusagen halt gratis, habe ich diesen Yoshi-Rucksack ergattern können. Davon habe ich dann auch noch einen zweiten. Beide sind noch original eingepackt, nicht geöffnet und ja, habe ich zwei coole Yoshi-Rucksäcke. Dann kam noch dazu das Visual and Parts Book von Armored Core Verdict Day Collector's Edition. Das Ganze ist noch verschweißt und das habe ich gratis bekommen. Sau coole Sache und cooles Artbook, wenn man so Roboter-Sachen mag. So, dann kam dazu für die PlayStation 1 in Japanisch Final Fantasy 1 und 2. Das sind aber jetzt nicht die normalen Cover und hinten ist halt auch keine Rückseite. Das liegt allerdings daran, dass ich das eigentlich in der Limited Edition gekauft habe, beziehungsweise in der Premium Edition. Und leider kam es nur so geliefert und ja, einfach nur die CDs, die halt aus der Edition kommen, aber der Rest hat halt gefehlt. Und wegen dem Preis sage ich euch gleich noch was, aber ich habe auf jeden Fall die Spiele hier. Dann habe ich hier noch das Spiel bekommen, Super Robot Wars Alpha für die PlayStation 1, auch in Japanisch. Auch da werde ich euch gleich wegen dem Preis noch etwas sagen. Dann kam dazu für die PlayStation 2 Yoshitsune Ki. Auch ein, glaube ich, ziemlich cooles Spiel eigentlich. Also es gibt irgendwie so ein paar Spiele davon. Scheint eine ganz nette Reihe zu sein. Ich würde es mir gerne mal angucken, aber ich brauche endlich mal eine japanische PS2, sonst kann ich das nicht spielen. Und hier oben steht übrigens sogar Death Note drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, hat das was mit dem Spiel zu tun? Mit der Serie? Keine Ahnung. Aber auch das kam dazu. Und wie gesagt, der Preis, da komme ich gleich zu. Genau wie dieses Spiel für die PS2 in Japanisch. Xenosaga Episode 2, Jenseits von Gut und Böse. Xenosaga ist auch so eine Reihe, die ich unbedingt mal ausprobieren möchte. Aber ich brauche unbedingt den ersten Teil in der US-Version, weil sonst kann ich damit nicht anfangen. Ich möchte ungern mit Episode 2 oder 3 anfangen. Und ich brauche halt vom ersten und vom dritten noch die US-Version, weil bei uns gab es leider keine, damit ich das auch in der Sprache spielen kann, die ich verstehe. Und ja, irgendwann ist es soweit, aber auch das kam dazu. Genau wie dieses Spiel. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Auch in Japanisch für die PlayStation 2. Ja, sehr cooles Spiel. So, jetzt komme ich auch zu dem Preis von den Sachen. Das war nämlich alles gratis. Ja, warum war das gratis? Das liegt daran, dass ich mir das bei einem japanischen Shop bestellt habe. Ich habe allerdings jeweils immer die limitierte Auflage von den Spielen bestellt. Und leider kamen diese halt nur als normale Version an, also ohne Limited Edition und sonst sowas. Und das fand ich dann sehr doof. Dann habe ich da den Shop auch angeschrieben gehabt. Ja, hallo, das war hier irgendwie eine falsche Lieferung und so weiter. Und der Shop war dann so nett und hat dann gesagt, behalt die Sachen, brauchst du nicht zurück nach Japan schicken. Und wir geben dir dein Geld wieder.
Und deswegen war es halt alles gratis. Deswegen bin ich da sehr froh drüber, dass ich das behalten kann und umsonst bekommen habe. Also sehr coole Sache. Ja, dann habe ich hier noch ein Spiel, das nennt sich ECW Hardcore Revolution für die PS1. Das ist hier so eine etwas andere Hülle. Das liegt aber daran, dass es eine Promo-Version ist. Promo only, not for resale. Und hier auf der Verpackung zumindest ist es auch Englisch. Ich weiß gar nicht, ob die deutsche Box jetzt hinten deutsch war. Aber die habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Hatte ich beziehungsweise nie. Ja, aber jetzt habe ich halt die Promo für die PS1. Ich kann nur sagen, ich habe es damals auf dem N64 gespielt, als ich noch kleiner war. Und da war es dann mein absolutes Lieblings-Wrestling-Spiel. Also kann man wahrscheinlich nichts mit falsch machen. Fand ich sehr cool. Habe ich gekauft für 1 Euro. Ja, und dann habe ich hier noch was Kleines anderes. Da war nämlich noch eine Auktion bei eBay mit .hack Infection Part 1 Demo Disc in der US-Version. Also eine Demo von dem ersten Hack-Teil. Und dieses ist auch noch eingeschweißt, also ist noch nicht geöffnet. Und ich dachte mir, ja, ich finde ja Hack gar nicht so verkehrt, das ist ja ganz cool. Und sowas hat nicht jeder und dann habe ich einfach mal mitgeboten. Und finde ich sehr cool. Und ich zeige euch auch noch kurz, was da mit bei war. Also es war nicht nur die Demo, es war noch diese Karte hier. Das ist irgendwie aus Japan irgendwas, so eine, ja, weiß ich nicht, Parkeintrittskarte oder vielleicht ein Bahnticket oder so. Aber es scheint schon gelocht zu sein. Ich weiß es nicht genau. Ach nee, es ist eine Telefonkarte, steht hier drauf, sehe ich gerade. Ja, eine Telefonkarte war dabei. Dann war hier noch dabei von Ah My Goddess Black and White Illustration Weekly Calendar. Also es ist ein, man kann zumindest aufklappen, da ist hier sogar so ein Sticker noch drin. Und wenn man das Ganze richtig öffnet, dann bekommt man hier eine CD und was Japanisches. Und da steht halt drauf, dass es irgendwie ein Kalender ist. Ich weiß nicht genau, was es ist, ob es jetzt Musik ist oder nicht. Aber das war halt auch mit dabei in der Auktion. Genau wie das hier, ein Evangelion Manga Pocket Journal von 1999. Auch sehr cool, sowas Altes zu besitzen. Und das ist einfach nur ein Kalender, den es damals wohl in Japan zu kaufen gab. Für die Schule, für was auch immer. Und überall ist hier halt Evangelion-Zeug drin. Sehr cool. Und dann haben wir hier noch von Slayers einen alten Aufkleber. Der war auch noch dabei. Ja, das alles zusammen habe ich auch bekommen für 1 Euro. Und für 1 Euro dachte ich mir, kann ich da nichts falsch machen. Ich mag Anime, ich mag die Hack-Demo. Warum nicht? Nehme ich das mit. Ja, habt ihr auch das mal gesehen? Kommt jetzt erstmal an die Seite. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, dann würde ich sagen, es geht weiter mit den Neuzugängen. Ich habe dann hier noch wieder einen Haufen Spiele jetzt hier gerade hingestellt. Da haben wir unter anderem für den Game Boy Prehistoric Man mit Originalverpackung, die leider nicht mehr so schön aussieht, aber es geht noch. Das Ganze hat gekostet 5,50 Euro. Hat mir noch gefehlt, deswegen habe ich es mitgenommen. Dann haben wir hier für den Game Boy Tamagotchi. Auch das wurde mal bei ProMark gekauft. Hat mir auch noch gefehlt, auch 5,50 Euro. Ich dachte mir, für den Preis ist das doch ganz okay. Und ja, auch das ist dazugekommen. Dann habe ich hier noch ein F-Zero Maximum Velocity für den Game Boy Advance mit Originalverpackung. Auch das hat mir noch gefehlt. Dafür habe ich kein Geld ausgegeben, das habe ich mit jemandem getauscht gehabt. Ja, auch sehr cool, das jetzt zu besitzen. Dann kam dazu das Spiel Battletoads für den Game Boy in Japanisch. Ja, auch das finde ich sehr, sehr cool. Und das Ganze hat gekostet 1,50 Euro. Ja, für 1,50 ist das voll in Ordnung und Battletoads ist ja eh so eine coole Spielereihe und warum nicht. Dann kam dazu ein Spiel für den Mega Drive, leider ohne Packung, nur die Anleitung und das Modul, nämlich Echo the Dolphin. Ja, ein Spiel, was ich eigentlich nicht so mag und naja, ich habe es dann halt mitgenommen, weil es günstig war. Vielleicht werde ich das auch wieder los, schauen wir mal. Dafür habe ich bezahlt 1,49 Euro. Also für den Preis ist das auch voll in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Dann kam dazu für den Nintendo, also für den NES, Excitebike, auch ein Spiel, welches ich immer noch nicht hatte. Jetzt habe ich es endlich. Leider fehlt halt die Verpackung, die hätte ich dann auch noch ganz gerne, muss ich mal schauen. Aber erstmal nur das Modul und gekostet hat es 3,49 Euro. Ja, auch dafür dachte ich mir, nehme ich das auf jeden Fall mal mit. Ja, dann kam was für den 3DS dazu, nämlich Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Fate. Ja, ich habe es bisher, ich sag mal, vielleicht 10 Minuten angespielt und allein da gefällt es mir schon nicht. Irgendwie dieses Gameplay-Mechanik und mit dem Schlagen mit der Peitsche, so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich komme mit der Lords of Shadows-Reihe, werde ich irgendwie nicht warm.
Ich wünschte, sie würden ein 3DS Castlevania in 2D machen, was so wie die DS-Teile waren. Das wäre richtig geil, aber das hier, naja. Aber ich muss immer weiterspielen, vielleicht gefällt es mir dann doch noch. Dafür habe ich bezahlt einen super Preis von 6 Euro. Ja, dann kam dazu nochmal für den 3DS ein weiteres Animal Crossing New Leaf. Habe ich für 18 Euro gefunden und da habe ich einfach mal mitgenommen. Und Animal Crossing ist auf dem 3DS ja auch ganz cool. Dann kam dazu ein 3DS-Spiel, welches ich auch haben wollte, nämlich Mario & Luigi Dream Team Brothers. Das ist jetzt das erste Mario & Luigi-Spiel, welches ich gerade besitze. Ich wünschte, ich hätte auch noch die anderen alle, vor allem auch die Game Advance, den Game Advance-Teil, den würde ich nämlich echt gerne mal spielen. Aber jetzt habe ich erstmal das hier. Das hat gekostet 15 Euro und dafür kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Und ich bin gespannt, wie es dann so ist. Ich habe es mir noch nicht angeguckt und mal sehen. Vielleicht ist es ja sehr cool. Dann habe ich hier ein Spiel, das freut mich sehr, jetzt endlich zu besitzen für den Mega Drive, nämlich Phantasy Star 2. Das Ganze ist auch komplett mit diesem, mit der Karte und der Anleitung und so weiter. Sehr coole Sache und ist ein Rollenspiel, was ich schon lange haben wollte. Und ja, ich mag halt die Phantasy Star Reihe. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, dass ich das bekommen habe für den unglaublichen Preis von 2,09 Euro. Ja, saucoole Sache, dadurch, dass es eigentlich ja Mehrwert hat, aber endlich habe ich es. Darum geht's mir. Und zocken möchte ich es natürlich auch. So, dann habe ich hier noch ein Mega Drive-Spiel, nämlich Batman Returns. Auch das hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich es endlich für 3,29 Euro gekauft, auch wenn hier D-Mark 35 draufsteht, aber das stimmt nicht. Ja, Batman ist ja auch eine coole Serie, finde ich. Also, warum nicht? Und für den Preis ist das voll in Ordnung. Dann kam mir noch ein Spiel dazu, das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit, auch wenn ich es eher auf dem Mega Drive kenne und nicht auf dem Master System, aber trotzdem. Altered Beast für das Master System. Ja, ein ziemlich altes Arcade-Spiel, sage ich mal, wo man so durch die Level läuft und Gegner verprügelt und so und versucht nicht getroffen zu werden und da irgendwie durchzukommen. Ja, ist eine sehr coole Spielreihe. Ich mag das auf dem Mega Drive eigentlich ganz gerne. Ich finde das eigentlich ganz cool, auch wenn es halt ein bisschen, naja, nicht so der Oberburner ist. Auf dem Master System weiß ich nicht so ganz genau, wie es da jetzt ist. Aber muss ich mal schauen. Aber auch das habe ich dazu bekommen für 1,69 Euro. Ja, so. Dann sind wir jetzt bei PS3 angekommen. Da habe ich mir gekauft Final Fantasy 13.2. Das liegt daran, dass ich ja nur eine Crystal Edition dieses Spiels besitze und die ist noch eingeschweißt. Und ich habe, glaube ich, auch die japanische Version davon, die ist auch noch eingeschweißt. Und ich habe die US-Version davon, die kann ich sogar zocken. Aber ich hatte keine PAL-deutsche Version zum Zocken von dem Spiel bisher und hatte auch nicht vor, mir das unbedingt zu kaufen, weil noch hat mich das Spiel auch nicht so überzeugt gehabt. Aber jetzt habe ich es für 5 Euro gefunden und da nehme ich es dann doch mit, dann habe ich es endlich in der Sammlung. Und vielleicht werde ich ja damit auch noch warm. Aber von den 13, von den FF13 Spielen, von den 3, die es gibt, da bin ich bis jetzt immer noch am ehesten mit dem einfach nur 13 klargekommen. Das habe ich sogar durchgespielt. 13.2, irgendwie weiß ich noch nicht, ob ich damit warm werde. Und 13.3, Lightning Returns, habe ich noch nicht gespielt. Und bisher nur die Demo und die hat mir schon nicht so gefallen. Schade, schade. Ja, dann kam ein PS3-Spiel dazu namens PlayStation All-Star Battle Royale. Das Ganze ist auch noch eingeschweißt und somit ist auch noch der Code dann gültig zum Online-Zocken und so. Auch das habe ich jetzt gekauft für 6,40 Euro. Ein super Preis, wie ich finde. Ich habe es letztens erst bei meinem Bruder gespielt, weil er es nämlich auch hat und wir wollten das mal ausprobieren. Und deswegen ja, weiß ich halt schon, wie es so ein bisschen ist. Und ich finde es eigentlich ganz nett, so für einen Fünfer so ist das okay. Aber es ist jetzt wirklich nicht so gut wie Smash Bros. Oder so, das sollte man auf jeden Fall nicht denken. Aber es war mal ganz lustig für die paar Minuten, wo wir gespielt haben, also warum nicht? Für einen PlayStation-Fan ist das sicher cool. Ja, dann habe ich mir gekauft gehabt Enslaved Odyssey to the West. Das habe ich ja vor ganz vielen, weiß ich nicht, Jahren oder so mal als Demo, glaube ich, gespielt. Das gab es, glaube ich, mal als Demo. Und da hat das mir nicht so gefallen gehabt irgendwie, aber weiß ich nicht. Vielleicht komme ich ja da nochmal rein und finde das dann vielleicht doch noch gut. Muss ich mir mal nochmal genauer anschauen. Ich habe es aber jetzt mitgenommen, weil der Preis halt gut war, 5 Euro. Und naja, dann habe ich es halt und kann es mir nochmal angucken. Vielleicht gefällt es mir ja doch. So. Dann habe ich noch ein Spiel namens Rayman Origins, das hat auch 5 Euro gekostet und ich finde das Spiel so gut, ich gebe da immer wieder gerne 5 Euro für aus. Dann kam dazu ein Spiel namens L.A. Noir von Rockstar Games. Ja, soll ja sehr gut sein, ich weiß nicht so ganz, ob es halt meine Art Spiel ist, weil ich auch Mafia und sowas auch jetzt nicht so gespielt habe.
Muss ich mal dann schauen, aber ich habe es jetzt erstmal mitgenommen für 8 Euro und jetzt habe ich es erstmal. Mal schauen, vielleicht gefällt es mir. Dann habe ich hier ein Spiel, das nennt sich Atelier Rona The Alchemist of Arland. Ja, auch das ist ein Spiel, was ich schon lange haben wollte, weil ich die Atelier-Reihe eigentlich ganz cool finde und eigentlich auch soweit komplett haben möchte, ganz gerne, wenn es dann immer so klappt, preislich, sage ich mal. Und das hier habe ich jetzt gefunden gehabt für 7,50 Euro und da habe ich dann doch mal mitgenommen, bevor ich im Laden irgendwann wirklich 20 Euro dafür ausgebe, habe ich jetzt 7,50 bezahlt. Sehr schöne Sache, endlich ein weiterer Atelier-Teil in meiner Sammlung. So, dann habe ich hier ein Spiel, was mich immer noch sehr überrascht mit dem Preis, nämlich Kingdom Hearts HD 1.5 Remix in Japanisch für die PS3. Das habe ich mir nämlich damals, bevor Kingdom Hearts HD bei uns erschienen ist, habe ich mir die japanische Version gekauft gehabt. Da habe ich auch, glaube ich, ein Unboxing gemacht gehabt. Bei eBay für so, weiß ich nicht, 35 Euro oder so ungefähr. Und ja, und deshalb habe ich das nochmal auf eBay gefunden zum Mitbieten und dachte mir, naja, für ein bisschen Geld würde ich halt auch noch ein zweites in die Sammlung stellen. Und ich habe es dann tatsächlich für 2,59 Euro ersteigert. Finde ich sehr cool und jetzt habe ich zwei davon. Warum auch immer, aber es ist sehr cool. So. Dann habe ich jetzt was für die Wii. Da habe ich mir geholt Just Dance 2 in der japanischen Version, weil die nämlich anders sind als unsere Just Dance Teile. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, sollte was trinken. Ja, hier sind nämlich japanische Lieder drauf. Mal gucken, ob ich gerade irgendwie sehe, was ich euch sagen könnte, was ihr vielleicht kennen könntet. Eventuell von Mika, Lollipop oder... Ja, hier ist auch dieses Pon 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 Lied drauf zum Beispiel. Und viele andere. Und ja, ist halt japanisch, kann ich ja sogar abspielen. Deswegen ist das ganz nett. Hat einen Zehner gekostet und ist eingeschweißt. Also sehr coole Sache. Kostet woanders eigentlich immer mehr. So, dann habe ich natürlich auch gleich den ersten Teil in Japanisch gekauft. Da sind auch japanische Lieder drauf. Hier kenne ich jetzt, glaube ich, nicht so wirklich eins, was jetzt japanisch ist. Beziehungsweise ich kann es nicht vorlesen. Hier ist aber unter anderem natürlich auch You Can Touch This drauf. Und was von Rihanna und Bonnie M. Also es sind nicht nur japanische, aber halt viele. Ja, auch das ist dazugekommen, auch für einen Zehner. Da habe ich wenigstens schon mal die beiden Teile. Sehr coole Sache. Dann kam dazu ein Spiel namens Mario Kart Wii. Auch das ist in der japanischen Version. Das habe ich auch auf eBay gefunden gehabt und dachte mir, ja, bietest du mal mit, vielleicht kriegst du es ja für ein bisschen Geld. Das ist ein cooles Spiel und in Japanisch, warum nicht? Und dann habe ich es tatsächlich bekommen für 1 Euro. Ja, ich weiß nicht genau, warum kein anderer bietet, aber für 1 Euro nehme ich das gerne mit. So, dann habe ich ein Spiel, das ist vielleicht für die Anime-Fans unter euch ein bisschen interessant, nämlich One Piece Unlimited Adventure für die Wii. Das Ganze hat mich gekostet 5,50 Euro und dafür ist das ja voll in Ordnung. Und das ist ja, ich glaube, das ist One Piece Unlimited Cruise 1 und 2 in einem. Ich glaube ja, die kamen bei uns getrennt raus und waren in Japan in einem Spiel, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ja, so viel kann ich dazu sagen. Habe ich mir gekauft und mal sehen. Muss ich mir mal anschauen. Ja, dann kam was dazu, was ich auch sehr cool finde, nämlich Tatsunoko vs. Capcom Cross Generation of Heroes. So heißt das in Japanisch. Wollte ich eigentlich schon immer mal haben, auch natürlich die PAL-Version irgendwann, die habe ich bis jetzt allerdings immer noch nicht gekauft. Und das ist jetzt die japanische, die ich bekommen habe, deswegen dachte ich mir, bin ich ganz froh darüber. Also ich dachte es nicht, ich bin ganz froh darüber. Weil ich habe das auf eBay gekauft für 3 Euro und da kann ich das jetzt wenigstens endlich mal ausprobieren und zocken. Japanisch ist ja beim Kampfspiel eigentlich relativ unwichtig, da kommt man trotzdem ganz gut klar. Und ich finde es halt auch ganz cool, dass hier so verschiedene Charaktere sind wie Ryu, den hier links vorne kenne ich jetzt glaube ich nicht, aber könnte das Saber Rider oder so sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ja auch noch Mega Man zum Beispiel dabei und Chun-Li und dann ist ja noch dieser große, ja was ist das, dieser Genie, ich weiß gar nicht wie der heißt, aber ich kenne ihn aus irgendeiner Serie. Und Morrigan zum Beispiel von Darkstalkers und so. Ja, finde ich sehr cool. Und sogar der von Onimusha ist dabei. Ja, coole Sache. 3 Euro. Bin ich sehr zufrieden. So, das war aber immer noch nicht alles. Da haben wir hier noch ein Mario Power Tennis für den GameCube. Das habe ich in einem anderen Verkauf gefunden für 5 Euro. Und ich dachte mir, naja, das fehlt mir noch. Und der Zustand war echt super und alles komplett. 5 Euro, warum nicht? Habe ich das mal gekauft und... habe ich einen weiteren Mario-Titel, der auch sehr gut ist, in meiner Gamecube-Sammlung. Gamecube-Spiele habe ich sowieso zu wenig, finde ich. So, dann habe ich was gekauft, das nennt sich Tony Hawk's Pro Skater 3 in der US-Version für den Gamecube. Ja, ein weiteres Gamecube-Spiel, auch sehr, sehr cool.
Und ich mag Tony Hawk, die Pro Skater-Reihe, die fand ich damals sehr cool. Auch, ich glaube auch den dritten Teil unter anderem. Ja, man kann ja richtig cool spielen. Ich habe das letztens auch erst mit Mary nochmal gespielt kurz. Fand ich auch sehr lustig. Und ja, das habe ich gekauft für 1 Euro. Auch wieder sehr günstig. So, dann habe ich mir hier zwei Spiele gekauft, die ich auch sehr toll finde und froh bin, die zu haben. Nämlich einmal Fatal Frame 2 Crimson Butterfly bzw. Project Zero 2 in Japanisch. Ich habe ja auch schon US-Version von Project Zero und deutsche Version, jetzt habe ich auch noch japanische, sehr coole Sache. Und das ist der zweite Teil, habe ich bekommen für 6 Euro und ich dachte mir, dadurch, dass ich großer Fan dieser Spieleserie bin und japanische Spiele mag, muss das auf jeden Fall gekauft werden. Ja, und natürlich hatte diese Person dann auch noch den dritten Teil in Japanisch, Fatal Frame 3, The Tormented heißt es, und hat mich auch 6 Euro gekostet und für den Preis ist das absolut in Ordnung und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt besitzen darf. Für einen Project Zero Fan wie mich, sehr cool. Ja, dann kam noch dazu Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition für die PlayStation 2 für kein Geld, nämlich das war bei einem Tausch mit dabei. Also auch sehr coole Sache und Street Fighter 2 rockt sowieso. So, und dann haben wir hier noch was für den Sega Saturn. Nämlich einmal Virtual Highlight. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es scheint auch so eine Art Rollenspiel zu sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber muss ich mir mal angucken. Die Grafik sieht eigentlich witzig aus, finde ich. Muss ich mal sehen. Auf jeden Fall hatte ich es noch nicht und bin sehr froh, dass ich es jetzt habe. Danke nochmal an den lieben Blaze. Das war nämlich auch ein Tausch, also coole Sache, dass ein weiteres Sega Saturn-Spiel dazugekommen ist. Und dann haben wir noch ein Sega Saturn-Spiel, nämlich Johnny Bazookatone oder so ähnlich für den Sega Saturn. Ja, eigentlich wäre hier noch eine Audio-CD mit dabei, aber die fehlt leider. Das ist irgendwie so ein Jump'n'Run oder irgendwas. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, muss ich mir mal angucken. Ich habe es halt mitgenommen, weil ich es für 1 Euro bekommen habe und für 1 Euro kaufe ich halt ein Spiel, was mir noch gefehlt hat. Das fand ich dann in Ordnung. Ja, haben wir diesen Haufen auch abgearbeitet. Ich würde sagen, weiter geht's zum nächsten. So, weiter geht's dann auch mit den Neuzugängen, die nicht aufzuhören scheinen, aber bald ist es soweit, dann sind wir fertig. Ja, es geht weiter. Es kam dazu diesen Monat ein Nintendo Game Boy mit Tetris in der Originalverpackung. Hier ist also der Game Boy drin, hier ist Tetris mit drin und halt die Verpackung und so weiter. Und das ganze Set habe ich auf eBay bekommen für 25 Euro. Und ich habe erstens noch so einen ganz normalen grauen Gameboy noch gesucht, ich hatte keinen. Und ja, Tetris hatte ich zwar schon, aber egal. Aber ich wollte halt unbedingt auch eine Originalverpackung haben und 25 Euro war das doch ein Schnäppchen. Ja, dann kam dazu Skylanders Swap Force für die Wii U in dem Starter-Pack, in dem Beginner-Pack, wie auch immer. Dazu waren halt 3 Figuren und das Spiel. Ja, die sieht man jetzt halt gerade nicht, weil ich die da zu stehen habe, ich habe es rausgestellt. Aber hier nochmal, damit ihr seht, dass das dazugekommen ist. Das Ganze war gratis, das war ein Geschenk sozusagen von Activision. Also vielen Dank nochmal an euch dafür. Wird demnächst auch noch, natürlich noch Videos dazu kommen. Und ja, sehr cool, das jetzt zu haben. Gekauft hätte ich es mir wahrscheinlich eher nicht, aber so kann ich es halt mal testen. Ja, dann kam was Cooles dazu, nämlich das hier. Da gab es einmal noch dieses Vorbesteller-Bonus-Zeugs hier mit dazu. Einen kleinen Pinsel in der Form eines Styles. Also das kann man für den 3DS oder auch DS benutzen, um halt auf dem Touchscreen herumzutippen. Im Okami-Den-Design. Sehr cool. Und natürlich dann das Spiel dazu. Ja, das Spiel ist Okami-Den in der japanischen Version in der eCapcoms Collectors Edition. Und das Ganze sogar noch verschweißt, was sehr cool ist. Also hier ist irgendwie, was war hier drin? Ich glaube, hier ist ein kleiner Plüschhund drin und so. Also, ja, sehr coole Sache und eine schöne große DS-Box, das mag ich ja immer sehr gerne. Und ich habe das Spiel ja schon in der normalen japanischen Version, also könnte ich es auch so schon spielen. Ich muss mir allerdings mal eine PAL-Version kaufen. Ja, das kam auch dazu und das Ganze hat mich gekostet, lasst mich nachschauen, 14,81 Euro. Ja, dann kam dazu für die PlayStation 2, was ich auch sehr, sehr cool finde, Zone of the Enders, das Premium Package, Premium Package, in Japanisch für die PS2. Zone of the Enders ist auch so eine Reihe, die ich noch nie so wirklich gespielt habe, aber unbedingt mal spielen will, weil sie einfach irgendwie cool aussieht und ich habe einfach mal voll Lust, das zu spielen. Und ja, werde ich jetzt demnächst auch endlich mal in Angriff nehmen. Und ich wollte halt auf jeden Fall noch diese Special Edition von dem Spiel haben. Vom zweiten Teil gibt es ja auch eine, die habe ich aber noch nicht gefunden.
Zumindest nicht zu einem Preis, den ich auch ausgeben würde. Und ja, bin sehr froh, das jetzt in der Premium-Variante besitzen zu dürfen. Gefällt mir echt gut und hat gekostet 9,94 €. Ja, klasse Preis, oder? Ja, dann kam dazu ein altes Xbox-Spiel, was auch eine größere Verpackung hat, nämlich Innocent Tears für die Xbox in Japanisch in der Limited Edition. Ja, hier drin ist dann noch, glaube ich, der Soundtrack und so weiter. Und das ist irgendwie so ein Strategie-Rollenspiel, so ein bisschen mit Fire Emblem zu vergleichen. Aber ich glaube, es ist nicht so gut wie Fire Emblem. Aber ja, gut. Auch das habe ich mir mal gegönnt für 7,76 €. Allein die Verpackung sieht schon cool aus. Ja, dann kam er noch dazu, da habt ihr auch schon das Show-Video gesehen. Haru Kanaru Jiko no Kare 3 in der Premium-Edition, glaube ich. Oder Premium-Box. Ja, auch sehr cool. Würde ich dann irgendwann noch mal gerne spielen, wenn ich die passende Konsole habe. Dafür habe ich bezahlt 8,94 €. Dann habe ich mir gegönnt, das habt ihr auch schon gesehen, bei Kyra Profile 2 in der Artefakt-Box, auch so eine Limited Edition mit Ring und Figur und allem drum und dran. Sehr coole Sache, gefällt mir echt gut. Und bezahlt dafür habe ich übrigens ein bisschen mehr, nämlich 39,94 €. Ja, aber ich wollte es mir unbedingt in die Sammlung stellen. Ja, dann habe ich hier noch dazu bekommen für die PlayStation 2 dieses schöne Spiel. Das nennt sich Taiko no Tatsujin Apair Zendame oder so ähnlich. Für die PlayStation 2 in Japanisch dieses Trommelspiel. Das ist so ein Rhythmusspiel mit so einer Trommel drin, die du dir dann so auf den Tisch stellen kannst. Mit zwei so eine Trommelstöcker dazu. Ich weiß nicht, wie man die jetzt genau nennt. Drumsticks, würde ich sagen. Aber da musst du halt immer im richtigen Beat dann mitmachen und kannst halt neue Rekorde aufstellen und so weiter. Geht, glaube ich, auch sogar zu zweit. Das sehe ich jetzt gerade nicht hier irgendwo. Doch, es ist zu zweit spielbar. Und hat ja viele verschiedene Lieder. Und wenn ich mich nicht irre, ist da unter anderem sogar der Titelsong von Dragon Ball Z drauf. Und das ist doch mal richtig cool. Ja, jetzt müsste ich es nur noch irgendwann mal spielen können. Dann wäre das noch viel cooler. Aber das habe ich mir mal gegönnt für 7,68 €. Ein absoluter Spitzenpreis. Ja, dann kam dazu dieses kleine braune Päckchen hier. Und da steht auch nicht drauf, was es ist. Hier vorne sieht man nur so USK-Logo. Hier drin befindet sich das Armored Core Verdict Day C03 Pack, was man bei Amazon kaufen kann in der PlayStation 3 Variante. Das ist ein Roboterspiel und da ist auch eine Roboterfigur bei und ein Artbook und so weiter und so weiter. Und das gab es bei Amazon jetzt schon neu für 16 €. Und da habe ich dann auch mal zugeschlagen, weil das habe ich ja beim lieben Galvatrons gesehen gehabt. Der hat sich das ja auch gekauft und da fand ich das sah ganz cool aus und für den Preis jetzt ist das unschlagbar. Also ja, wenn ihr sehen wollt, was drin ist, schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Das kann ich euch nur empfehlen. Also mich hatte das Video überzeugt. Ja, dafür habe ich wie gesagt 16 € bezahlt. Ja, dann kamen ein paar N64-Spiele dazu. Das ist auch immer sehr schön. Unter anderem Penny Racers. Das hatte mir noch gefehlt und hier finde ich es halt sehr lustig, wie hier drauf steht. Es spielt sich wie Mario Kart und es sieht aus wie eine 3D-Version von Micro Machines. Ja, allein so der Spruch, dass es sich spielt wie Mario Kart. Also ich weiß noch nicht so ganz, ob ich dem trauen kann, aber mal sehen. Hat mir wie gesagt noch gefehlt und habe ich mir dann für 6 € gekauft, da ich ja eigentlich mal irgendwann mal vielleicht NES, vielleicht eher weniger, aber Super Nintendo und Nintendo 64 versuchen möchte, so komplett zu kriegen. Und das hat mir noch gefehlt. Ja, und da habe ich auch noch ein paar andere Spiele bekommen. Das war allerdings durch einen Tausch. Also für die nächsten drei habe ich nichts bezahlt. Einmal Lego Racers für das Nintendo 64. Muss ich mal schauen, wie ich das hier hinlege, weil die Packung etwas schwerer ist. Dann noch Mickey's Speedway USA. Auch sehr cool, da es ja ein Rare-Spiel ist. Und Rare hat ja sehr gute Spiele gemacht. Und dann noch Aero Gorge oder so ähnlich. Auch so ein Racing-Spiel. Hat mir auch noch in der Verpackung gefehlt. Ja, wie gesagt, die drei waren ein Tausch. So, was habe ich mir noch gekauft? Ich habe mir dann das hier gekauft. Wenn man das erkennen kann, das ist der originale Soundtrack zu Legend of Mana, beziehungsweise Seiken Tensetsu Legend of Mana, wie auch immer. Ja, ein PlayStation 1 Spiel, welches sehr, sehr cool ist, welches ich mir unbedingt mal nochmal in der US-Version kaufen muss, damit ich es auch wieder spielen kann. Ich habe nur die japanische hier. Und ich wollte mir jetzt unbedingt den Soundtrack mal kaufen, weil ich da nämlich den nächsten Artikel, den ich euch gleich zeige, habe ich mir halt gekauft. Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich eh schon bestelle, bestelle ich den hier mit.
Habe ich mir auch schon angehört, 2 CDs, absolute Spitzenklasse, richtig geil. Absolut cool. Dafür habe ich bezahlt 22 Euro. So, gerade war das Akku der Kamera leer, deswegen geht es jetzt endlich weiter mit den Neuzugängen. Immer noch. Ich habe hier noch einen ganzen Haufen und ich würde sagen, machen wir weiter. Ja, dann habe ich mir noch geholt gehabt Secret of Mana Genesis, beziehungsweise der Arranged Soundtrack von Secret of Mana, beziehungsweise Seiken Tensetsu 2. Ist eine japanische CD, ist eine Musik-CD. Und ja, die habe ich mir angehört gehabt bei YouTube. Da gibt einfach mal ein Secret of Mana Arranged. Und dann könnt ihr euch diese 16 Lieder, die diese CD auch enthält, dort mal anhören. Und ich habe das halt gefunden gehabt, habe mir das angehört und ich ging darauf sowas von ab. Ich fand die sowas von genial. Ich dachte, ich habe noch nie was Besseres gehört und wollte mir unbedingt dann sofort auch die Original-CD kaufen. Das habe ich dann auch getan und bin sehr zufrieden damit. Absolut coole Musik. Ist halt 16 Lieder von Secret of Mana, die nochmal ein bisschen neu aufgelegt wurden, wie sie vielleicht heute klingen würden, wenn man das Spiel nochmal neu machen würde. Und ja, fand ich sehr, sehr cool und ich finde auch allein das Artwork ist wunderschön. Ja, kommt das an die Seite. Dafür bezahlt habe ich 18 Euro und für den Preis ist das doch super. Und ich finde, wenn man auf YouTube coole Musik findet und es davon eine CD gibt, sollte man die sich auch kaufen und das ist sowieso viel cooler. Ja, so, weiter geht's. Dann habe ich hier noch dazu bekommen Resident Evil 4 in der PlayStation 2 Limited Edition. Also es ist ein Steelbook. Sehr coole Sache, war von einem Tausch. Dafür habe ich kein Geld ausgegeben. Sehr coole Sache. Resident Evil 4 ist ja noch ganz okay. Dann habe ich mir gekauft dieses schöne Spiel hier, Eve Zero in der Limited Edition für die PlayStation 1, auch in der japanischen Version. Und hier war irgendwie noch so ein kleines Buch mit drin und so weiter. Es hat auch wieder so eine limitierte Auflage. Ja, das Spiel an sich ist, glaube ich, so ein Spiel, wo man eine Ermittlung vielleicht führt und jemanden Verbrecher fangen muss. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber allein das Spiel wollte ich schon haben. Und da gibt es auch mehrere Teile von, die möchte ich mir auch noch kaufen. Mal sehen, wann das dann der Fall ist. Eve Zero. Dafür bezahlt habe ich 8,94 Euro. Für den Preis ist das doch wieder absolut spitze. Ja, dann habe ich hier für Dreamcast Sakura Wars 3 in der Limited Edition A. Also es gibt noch eine B-Edition. In der B-Edition ist irgendwie eine Memory Card drin von dem Dreamcast im Sakura Wars Design oder so. Und hier ist halt so eine kleine Musikbox mit drin, die dann so ein kleines Liedchen aus dem Spiel wahrscheinlich spielt. Ist sehr cool, wollte ich unbedingt haben, als ich es gesehen habe. Und ja, ich mag ja Sakura Wars, also warum nicht? Das hat gekostet 11,94 Euro. Immer sehr interessante Preise. Ja, dann habe ich gekauft, das habt ihr auch schon in dem Video gesehen, Arc Slaat in der Premium Box für die PS2 mit dem Roboter und den Figuren und so weiter. Ja, sehr coole Sache, freue ich mich drüber. Das hat gekostet 8,94 Euro. Auch das erstmal an die Seite. Ja, dann habe ich mir hier noch was gekauft gehabt. Das kam gerade so gestern noch an, damit ich es in die Neuzugänge noch reinnehmen kann. Sonst hätte ich es erst nächsten Monat gezeigt. Nämlich Ikki Tozen Eloquent Fist in der Limited Edition für die PSP. Ja, das ist ja auch so ein Spiel. Das habe ich ja auch beim Garatons mal gesehen gehabt. Und ich habe ja auch schon länger ein Auge drauf geworfen gehabt. Und jetzt habe ich endlich mal zugeschlagen. Jetzt habe ich mir das auch geholt. Ja, ich muss endlich mal immer noch den Anime davon gucken. Und hier drin ist ja so eine kleine Tasse mit den Figuren und so weiter. Saucoole Sache und wollte ich auf jeden Fall für die Sammlung haben. Und bezahlt habe ich dafür 14,94 Euro. Ja, dann habe ich mir hier ein Buch gekauft. Das haben manche bei Facebook schon gesehen gehabt. Das Kingdom Hearts 2 Ultimania Buch. Das ist ein japanisches Lösungsbuch zu dem Spiel. Und ja, allein schon das Artwork fand ich viel zu cool, um es nicht zu besitzen. Da musste ich das einfach haben. Und hier drin hat man so die ganzen Gegnerlisten zum Beispiel, die ganzen Bosse und so. Dann haben wir hier noch den ganz normalen Lösungsweg, alles in Japanisch. Dann hat man hier noch Szenario. Das ist jetzt der Lösungsweg, glaube ich. Ja, hier hat man dann noch Enemy, das ist die Enemy-Liste. Da siehst du wahrscheinlich die ganzen Gegner und die ganzen Bosse mit Strategien, um die zu besiegen. Die ganzen Gegner, Cloud war ja auch gerade. Da hat man hier noch die ganzen Minispiele mit drin, das Gummischiff und die Karten. Und am Ende kommt Secrets, also Geheimnisse sind auch noch mit drin, wo nur ein paar Informationen zu den ganzen Charakteren stehen, dann sind ja auch noch so ein paar Artworks und so weiter. Und ja, ich fand es dann auch sehr cool, dass das Buch auch wirklich so dick war, das hat man ja auf dem Bild halt nicht so gut gesehen. Aber ich bin sehr froh, das jetzt zu besitzen, als Kingdom Hearts Fan war das für mich ein Muss. Und bezahlt habe ich dafür 11,39 Euro. Ja, da wir gerade bei Kingdom Hearts sind, habe ich mir noch was von Kingdom Hearts geholt, was ich auch sehr, 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 sehr cool finde.
nämlich Kingdom Hearts Trinity Masterpieces. Ja, das wollte ich unbedingt haben. Ich habe es dann günstig gefunden und dann habe ich auf jeden Fall zugeschlagen. Als Kingdom Hearts Fan musste ich das haben. Ich finde allein die Box schon wunderschön. Es ist einfach viel zu schön, um es nicht zu besitzen zu wollen irgendwie. Also ich finde es einfach unfassbar. Das Ganze ist hier noch in Folie, aber hier oben ist es geöffnet. Also es ist halt die Folie drum gelassen. Der hat sie nur oben aufgeschnitten damals und kann das da halt dann rausholen. Und was sich hier drin befindet, ist Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts Chain of Memories für den Game Advance. Und die anderen beiden für die PS2. Und ja, damit hat man sozusagen die ersten drei Master-Stücke in einer Box. Wollte ich unbedingt haben, finde ich immer noch saucool und geiles Sammlerstück. Für mich. Ja, das hat gekostet 16,14 Euro und dafür ist das absolut Spitzenklasse, finde ich. Ja, dann habe ich mir hier noch ein Spiel für die PSP nochmal geholt. Nämlich dieses Stück hier. Tales of the Heroes Twin Brave in der Limited Edition. Ja, Tales-Spiele mag ich sowieso und ich dachte mir, hey, warum nicht? Und eine Limited Edition ist sowieso cool. Da sieht man auch hier, was dann drin ist. Da ist das PSP-Spiel ist hier drin und dann drei, das waren glaube ich Musik-CDs von den jeweiligen Spielen. Also hier vorne haben wir was von Tales of the Abyss. Das kann man vielleicht hier kurz sehen. Machen wir das mal wieder rein. Das zweite hier ist Tales of Eternia, soweit ich weiß. Nee, das ist Tales of Graces. Und hier haben wir noch Tales of Eternia. Ja, und ich glaube, das sind immer halt so ein paar Musikstücke noch aus diesen Spielen. Ich habe es noch nicht eingelegt, aber irgendwas in der Richtung wird das schon sein. Jetzt kriege ich es auch nicht mal mehr rein. Schade eigentlich. So. Und wieso will die letzte nicht rein? Naja gut, mache ich später. Aber das kam auch dazu, weil ich Tales sehr mag und das wollte ich dann auch haben. Wie genau das Spiel jetzt an sich ist, weiß ich gar nicht, aber soweit ich verstanden habe, es ist halt ein Spiel, was mehrere Tales-Spiele sozusagen miteinander verbindet oder kombiniert. Weil wie man hier vorne sehen kann, hier ist von allen möglichen Tales-Spielen was drauf, unter anderem auch Tales of Xillia. Und das ist irgendwie, glaube ich, halt so ein Kampfspiel oder so. Könnte auch im Dynasty Warriors-Stil sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ja, ich wollte es haben. Sehr coole Sache. Und gekauft habe ich es für 13,94 Euro. Ja, dann habe ich hier aber noch was. Und dieses gute Stück ist Front Mission 3 in der Square Millennium Collection. Ja, in Japan gibt es hier so eine coolen Boxen von so, weiß nicht wie viel, 15 höchstens, glaube ich, Square-Spielen. Und die haben sie halt extra nochmal in einer Box veröffentlicht mit dem Spiel und so ein bisschen Bonus-Zeugs. Und das ist jetzt mein erstes davon. Ich hätte ganz gerne alle. Unter anderem die von Legend of Mana, das ist eigentlich die ich am liebsten haben möchte. Aber die habe ich noch nicht zu einem guten Preis gefunden. Und das habe ich mir halt hier gekauft, weil ich mich nicht ganz irre, ist hier glaube ich Besteck, also beziehungsweise so ein Teller und eine Schüssel von dem Spiel drin, ich weiß es gerade nicht mehr so ganz genau. Das ist auch noch eingeschweißt, das war ein bisschen meine Überraschung, weil ich habe es eigentlich Gebrauch gekauft und es war halt eingeschweißt, deswegen bin ich sehr froh darüber. Und ja, ist jetzt meine erste davon, mal sehen, ob ich die anderen auch noch bekomme. Finde ich sehr schön, das Teil. Und gekostet hat es 15,63 Euro. Ja, und wer jetzt denkt, dass das hier schon alles war, der täuscht sich dann nämlich noch. Ich habe da nämlich noch was gekauft und das seht ihr hier. Ja, und dann habe ich mir noch einen Atari 1040 ST gekauft, plus Maus, plus dieses Steinberg-Programm, das ist so ein Musikerstellprogramm, und den Monitor von Atari SM124 mit Computermaus. Ja, das Ganze habe ich auf dem Flohmarkt gekauft für 35 Euro. Er wollte eigentlich 40, aber ich habe ihn auf 35 runterhandeln können. Allerdings habe ich das Problem, also die Kabel sind natürlich auch dabei, die seht ihr jetzt nicht alle. Wenn ich das Ganze anschließe, lässt sich auch alles einschalten, allerdings bekomme ich leider kein Bild auf dem Monitor. Ich vermute, dass die Bildröhre irgendwie defekt ist, was ein bisschen schade ist, weil ich kann jetzt nämlich diesen schönen Atari nicht an meinem Fernseher oder so testen, weil ich dafür keine Kabel habe, um das da anzuschließen. Aber ich vermute mal, dass das Ding funktioniert und der Monitor im Arsch ist. Ja, damit muss man halt auf dem Flohmarkt rechnen, aber das kam auch halt diesen Monat dazu. Habt ihr das mal gesehen? Ja, dann kam auch diese wunderschöne Vitrine dazu. Da steht hier oben richtig cool PlayStation dran. An den Seiten steht auch Sony dran. Das sieht man jetzt nicht, weil das verdeckt ist. Aber das kann man sich ja dann denken. Und der Inhalt, den habe ich selber schon reingestellt, also nicht wundern. Ja, diese Vitrine habe ich mir gekauft und da gab es noch so ein bisschen anderes Zeug mit dazu von dem Verkäufer. Nämlich unter anderem einmal das hier, ein Virtua Racing Schild. Das ist, glaube ich, von einem Arcade-Automat abgemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber das gab es auch dazu. Und dann gab es noch Folgendes dazu, ein Schild
von Nintendo 64. Ja, mit Mario, das ist zwar hier oben so leicht beschädigt, aber zum Aufhängen reicht das trotzdem dennoch. Ich finde das ganz cool und das gab es halt auch noch mit dazu. Und dann gab es noch so ein bisschen Kleinkram dazu, also ein haufenweise Controller und Kabel für Konsolen und so weiter, verschiedenes Zubehör und dann noch so eine Figur und zwei Fernseher, die ich aber auch schon weiterverkauft habe, also die Fernseher, die habe ich nicht benötigt. Ja, und das alles zusammen habe ich gekauft gehabt für 250 Euro. Klingt vielleicht ein bisschen viel, aber ich wollte es unbedingt haben und ich habe so eine Vitrine halt sonst noch nie gesehen und wollte das unbedingt haben, um da meine schönen PlayStation-Spiele unter anderem reinzustellen. Und ja, auch das kam dazu und das war es jetzt wirklich, also ja, geiles Teil, oder? Ja, jetzt habt ihr wirklich alles gesehen, was ich diesen Monat gekauft habe. Es war ein bisschen viel, es war ein bisschen teuer, so insgesamt, aber ja, ich dachte mir, warum nicht? Ich habe das halt alles so gefunden und wollte es halt haben. Und freue mich trotzdem sehr darüber. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger war. Könnt mir gerne Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Spiele davon kennt, ob ihr irgendwas auch gerne haben wollt oder ähnliches. Würde mich freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder bei weiteren Videos. Und ich werde versuchen, auch demnächst die Roomtour zu machen. Keine Sorge. Also sehen wir uns dann. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.